Ziel und Endpunkt unserer Tour ist Wöllstein. Von hier fahren wir in das Appelbachtal nach Neubamberg. Im Appelbachtal besuchen wir den Ort St. Alban und etwas abseits des Tals Ruppertsecken. Die Burg Pfeifenstein ist unser nächstes Ziel, bevor wir nach Rockenhausen fahren. Die Wasserburg in Reitpolskirchen und die Altenbaumburg schließen die Route ab. Die Tour haben wir in Wöllstein gestartet. Unser erstes Ziel ist Neubamberg. Im Ort befindet sich die Kandelpforte, durch die man in die schöne Altstadt des Ortes kommt. Anhalten rentiert sich auf jeden Fall. Über dem Ort findet man die Ruine der neuen Baumburg und die kleine Kirche St. Dionysius. Von hier oben hat man einen schönen Blick auf die Umgebung von Neubamberg. Abseits der Strecke befindet sich der Hof Iben. Ursprünglich als Wasserburg des Templerordens erbaut, ist davon heute nur noch die kleine Templerkapelle erhalten. Durch die Corona-Pandemie war sie leider geschlossen. Wir folgen weiter dem Appelbachtal und passieren die vielen kleinen Orte mit ihren alten Fachwerk- und Steinhäusern. Besonders schön anzusehen sind jetzt im April die vielen gelb blühenden Rapsfelder. Der mit Abstand schönste Ort in dem Tal ist St. Alban. Hier lohnt es sich abzufahren und einen kurzen Spaziergang durch den Ort zu machen. Etwas abseits der Strecke liegt Ruppertsecken. Mit knapp 500 Meter über normal Null ist es das höchstgelegene Dorf der Pfalz. Von der Burgruine hat man einen weiten Blick. Das burgähnliche Gebäude in der Ruine ist aber nur ein Wasserhochbehälter. Wir folgen der Landstraße 386 noch ein kleines Stück und biegen dann Richtung Falkenstein ab. Auf dem Berg, den wir jetzt auffahren, entspringt der Appelbach in ca. 400 Meter Höhe. Damit lassen wir das Appelbachtal jetzt hinter uns. Auf der anderen Seite des Berges erreichen wir den Ort Falkenstein. Die Burg Falkenstein ist kostenlos zu besichtigen. Ein Parkplatz ist an der Straße etwas oberhalb der Burg vorhanden. Zum Einkehren bietet sich die Burgstub an, die sich direkt neben der Ruine befindet. Erwähnenswert ist noch der markante Glockenturm auf der anderen Seite des Tals. Wir folgen jetzt dem Tal des Falkensteiner Bachs und fahren in Richtung Rockenhausen, das unser nächstes Ziel ist. Dabei folgen wir der B48, die durch das Tal der Alsenz führt.
Brockenhausen bietet sich an, eine Pause zu machen. Es gibt mehrere Restaurants, Cafés und Biergärten. Ein Spaziergang durch die schöne Altstadt ist lohnenswert. Sehenswert ist auch das Uhrenmuseum und die katholische Kirche. Wir verlassen Rockenhausen auf der L382 und fahren Richtung Reipoldkirchen. Eine schöne Motorradstrecke durch das Nordpfälzer Land erwartet uns. Natürlich wieder mit blühenden Rapsfeldern. In Reipoldskirchen erwartet uns die besterhaltenste Wasserburg der Pfalz aus dem 13. Jahrhundert. In der Burg ist heute ein Restaurant, eine Malschule und ein Standesamt untergebracht. Der Bergfried ist geöffnet und kann als Aussichtsturm genutzt werden. Wir folgen der L382 noch bis Ginsweiler und biegen dann auf die L385 ab. Wir fahren jetzt durch das Nordpfälzer Land bis Obermoschel. Die Strecke ist landschaftlich sehr schön, allerdings ist der Straßenbelag teilweise recht schlecht, also bitte vorsichtig fahren. Leider war wegen der Corona-Pandemie in Obermoschel die Zufahrt zu der Moschellandsburg gesperrt, sodass man diese nicht besichtigen konnte. Dadurch ging es weiter bis Altenbamberg. Leider war nun meine SC-Card der GoPro voll und ich habe es leider nicht gemerkt. Deswegen hier nur noch ein paar Bilder der alten Baumburg. Zurück ging es dann über Bad Münster am Stein und Bad Kreuztach nach Wöllstein.